Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zurück. Wir haben gerade da den Nummer 3, Standwell, beseitigt. Und hier den Präsidenten gerade befreit. Brecht alle Operationen ab, bevor es zu spät ist. Bringt den Präsidenten an einen sicheren Ort. Findet Sheridan. Ich habe den Kontakt verloren. Ist der jetzt echt umgekippt? Was für ein Sack? Was für ein Sackgesicht? Ich habe keine Rüstung mehr, ich habe kein Leben mehr. Und wo soll ich ihn jetzt bitte hinbringen? Kann ich ihn nochmal hier? Das sind nur Tassen. Scheiße. Ah, jetzt muss ich den auch noch mitnehmen, den Typen. Ich habe nicht für ihn gewählt. So. Checkpoint. Hey, Walter! Oder? Walter war's. Mr. Sheridan. Ich kann nicht nachladen mit dem auf dem Arm. Ich kann nicht nachladen. Ah, okay. Gut. Also, ich kann nicht nachladen mit dem auf dem Arm. Gut zu wissen. Ich leg den mal dahin. Granaten sind cool. Brauch aber Erste-Hilfe-Kit. Oh, die kann man aufmachen. Das sind die langsamsten Türen der Welt. Die kann man nicht aufmachen. Die kann man aufmachen. Da ist auch nichts, okay. Da ist nichts. Also, Mr. President. Weiter geht's. Ich hoffe, dass wir hier in der Umkleide nochmal was finden. Kann man die irgendwie öffnen? Schaut nicht so aus. Sehr gut, dann muss ich hier nicht rumsuchen. Okay, jetzt habe ich aber auch eine Rüstung. Das ist schon mal was Schönes. Also weiter. Mr. Galbrain. Galbrain? Galbert? Der Typ halt da. Aber dass der auch einfach zusammenklappt. Was für eine Muschi. Der soll Entscheidungen fürs Land treffen und nicht hier einfach überventilieren und dann umkippen. Ah, das war ein langer Gang. Hier entlang, Colonel, schnell. Ich werde mich um ihn kümmern, setz ihn hier ab. Sehr gerne. Da. Mach auf. Den hier absetzen. Da. Ach, so ein. Mr. President, können Sie mich hören? Okay, er atmet. Danke. Helfen Sie uns, Colonel! Wow! Halt nicht. Jetzt. Ah, okay. Wo haben sie die Tische eigentlich her? Da geht's nicht weiter. Die Spats planen einen Staatsstreich. Da nicht. Sie warten auf Calvin Wax' Befehl, um mit dem Angriff zu beginnen. Sie müssen ausgeschaltet werden. Ich arbeite dran. Du kommst mit, oder? Viel Glück, Colonel. Du kommst mit, oder? Ich habe alles gehört. Ich werde Colonel Amos informieren. Wax ist Nummer 1. Wir haben ihn. Wax ist Nummer 1. Stoppen Sie Operation Total Red. Oh, ich habe ein MG gekriegt.
Also diese M60 da. Hey, Colonel Marshall, da drüben! Hilfe! Befreien Sie uns! Nö. Und seid vorsichtig, es sind viele! Waffenkammer. Oh, geil. Medikits. Das lade ich mal nach. Dann kann ich ja auch noch mehr nehmen. Oder? Nee, kann ich nicht. Weg damit. Granaten sogar noch. Sehr schön. Teams sind vor den strategisch wichtigen Einrichtungen in Stellung gegangen. Okay, ich hab da nichts. Seien Sie bereit, den Ausnahmezustand auszurufen. Wenn ich das Signal gebe, werden Sie den Spats-Einheiten befehlen, die Kontrolle über alle Basen zu übernehmen. Okay, da geht's auch nicht weiter. Habe ich beiseite. Den habe ich beiseitigt. Von wegen verhandeln. Ihr wollt mich umbringen. Da gibt es ja noch mehr. Na super. Ha. Ha. Da geht's nicht weiter. Okay. Treppe muss ich. Treppe. Oh, Schrot. Ey, wie das Ding immer das Ziel rumreißt. Ja, der hatte ein Medikit dabei. Vielleicht haben dann andere auch eins. Da geht's nicht weiter, okay. Dann. Der hatte nichts. Sonst bleibt nur noch der Tote hier auf der Treppe. Kumpel, ich glaube, du wurdest abgesägt. Wir werden zusammen sterben, 13. Und die Identität von Nummer 1 nehmen wir mit ins Grab. Na dann. Niemand wird seinen Namen erfahren. Ich dachte, du bist es. Hey, halt. Der Selbstzerstörungsmechanismus der Basis wurde ausgelöst. Nummer 2, aha, er ist nicht Nummer 1. Ich habe jetzt eine... Carrington hier. Wir haben Galbraith gefunden, aber er ist ohne Bewusstsein. Ich habe euch Galbraith gebracht. Kennt den Zugangscode zum Kontrollraum für die Raketen. Finde ihn und brich den Countdown ab. Das ist unsere einzige Chance. Ich weiß, wo Sheridan ist. Hier drin. Ich kann nur vorher nicht rein. Unter uns befinden sich 2000 Megatonnen, die jederzeit hochgehen können. Ja, dann stopp's. Kommen Sie, wir müssen die Basis verlassen. Stopp, es ist zu spät. Geben Sie mir den Zugangscode. Schnell. Den Code? Ja, den Code. Hier entlang. Haha, ich habe eine Magnetkarte und ich werde sie einsetzen. Wenn ich hier lebend rauskomme, gehe ich ins Marketing. Gute Entscheidung. Verdammter Mist! Der Code. Wie lautet der Code? APX420. Nein. HPX604. APH624, das ist es! Okay, dann mach keinen Scheiß, ja. Ja! Sehr schön. Sie sind an der Reihe. Ich bin an der Reihe. Okay. Ah, Level abgeschlossen. Okay, ich dachte, jetzt muss ich hier nochmal irgendwie... Unterbrechen Sie den Selbstbestimmungsprozess der Basis. Ja, super. Hier geht's zum Aufzug.
ist abgeschlossen, okay. Die letzte Phase des Selbstzerstörungsprozesses wurde eingeleitet. Aha. US Air Force. Aha. Okay, das schaffen wir nicht. Oh, ein Helm. Medikit. Immer sehr schön. Und noch viel schöner. Ich habe keinen Platz mehr für Munition. Na dann. Kam ich von hier? Nee, ne? Doch, ich kam von hier. Mist. Okay. Gehen wir hier rein und dann da raus. Versteckt war das. Ist hier eine OP? Das war nicht vorgesehen. Tick-Tack. Wenn ich da drauf drück. Zip. Okay, man drückt nicht einfach so auf Bomben drauf. Ich wusste, wie ich die entschärfen soll. Da war ein großer roter Knopf, da habe ich einfach mal drauf gedrückt. Woher soll ich wissen, dass der mich umbringt? An der Bombe. Die letzte Phase des Selbstzerstörungsprozesses wurde eingeleitet. Ich bin Spider-Man. Macht das immer ein Spider-Stein macht. So. Da geht's nicht weiter. Das. Hier hole ich mir noch die ganzen Sachen. Zack. Da habe ich ja keinen Munitionsplatz mehr. In dem Schrank war nichts. Hier geht's weiter. Hier habe ich noch nicht reingeguckt, ne? Die kann man alle nicht öffnen. So. 70 Sekunden habe ich noch. Sich immer verletzt. Das war nicht vorgesehen. Okay. Selbstzerstörungsprozess initialisiert. Lass mich rein. Die Tür ist verschlossen, na super. Push door open. Schneller. Bin ich wieder in der Küche? Nein, hier war ich doch schon. Wo muss ich hin? Hier kam ich her. Oh, die Bombe wird sowas von hochgehen. die wird sowas von hochgehen. Kontrollraum. Ja, was soll ich jetzt machen? Tick-Tack, ja klar. Da ist eine Tür. Okay. Und jetzt? Geht's so hoch. Hä? Okay. Die letzte Phase des Selbstzerstörungsprozesses wurde eingeleitet. Na dann. Ah, da geht's auf. Nein! Scheiße! Okay, aber der Sprung, der war beherzt. Der war beherzt und gut. Komm, aufmachen. Piu-piu.
Zack. Die letzte Phase des Selbstzerstörungsprozesses wurde eingeleitet. Den Sprung mache ich nochmal, aber diesmal muss ich ein Stück mehr hochziehen. Au. Vielleicht mache ich den Sprung doch eine Sekunde später. Okay, noch nicht eine Sekunde später. Ich habe ein kleines und zwei große Medikits. Arg viel ist das nicht. Die letzte Phase des Selbstzerstörungsprozesses wurde eingeleitet. Da drüben ging das Ding hoch. Und wieder zu. Das ist der Kontrollraum. Jetzt. Ha, geht doch. Zeit gespart. Rein. Da haben wir alles mitgenommen. Da können wir nichts mehr mitnehmen. Das nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Weiter. So. Noch 78 Sekunden. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, jetzt müssen wir hier wieder drauf fallen. Das war nicht vorgesehen. Oh nein. Auf. Ich schieß mal einfach auf das Schloss. Selbstzerstörungsprozess initialisiert. Ah, drauf schießen geht. Ja, super. Was mache ich jetzt hier? Ich muss die Dinger alle zerstören. Sehr blöd. Okay. Selbstzerstörungsprozess unterbrochen. Oh nein. Kann ich jetzt noch auf die Bombe draufdrücken? Hihi. Jetzt machen wir hier wieder auf. Und dann. Ja, was dann? Checkpoint. Checkpoint ist immer gut. Kann ich den Dinger rufen? Da ist eine Leiter. Ich höre hier doch einen. Take this ladder to control room. Seien Sie gegrüßt, Nummer 13, oder vielleicht Jason Fly? Ist das Nummer 1? Es wird Zeit, unserer Beziehung ein unwiderrufliches Ende zu bereiten. Mongoose. Kommen Sie her, Mongoose. Oh wow. Der teilt richtig aus. Wo ist er denn? Hey, Fly! Ja, was, Fly? So halb erwischt habe ich ihn. Geschenk von Nummer 1. Okay, ist also auch nicht nur meins. Komm zurück. Zeig dich. Oh Mann. Komm her, Mongus. Mehr. Was ist los? Haben wir unseren Orientierungssinn verloren? Alter, du gehst mir auf den Sack. Was ist das für einer? Wenn du so schlau bist, dann finde mich. Jetzt spielt ihr hier noch Verstecken zwischen Atomrack? Hey, Kim. Nee, nicht Kim. Jones ist da. Vielleicht hat er ein Medikit noch. Mitfallen lassen.
Überraschung! Was für ein Psycho der doch ist. Okay. Oh, cool. Danke, Jones. Komm her, Mongus. Ah, Mist. Überraschung! Das war mein letztes. Hey, da ist nochmal ein Spiel gefallen. Da! Was war denn das? Ich bin gerade in so einem Nebelblur. Komm her, Mongoose! Wo bist du? Jetzt ist Schluss mit den Spielchen! Wer bist du wirklich? Ich werde diesen alten Bastard bestimmt vermissen. Okay, er ist runtergefallen. Hier lang! Auf welcher Seite bist du? Exit. Nehmen wir mal den Exit. Da. Da steht sie. Okay. Also, wir haben Mongus umgebracht. Ist doch cool. Richtig gut gelaufen eigentlich. Auch wenn er Versteckspiele mit uns getrieben hat. Das ist ein komisch, der Typ. Hey, Jones. Gott sei Dank. Du bist am Leben. Sehr gerne. Komm schon, lass uns verschwinden. Aber wir müssen Nummer 1 noch töten. Und rausfinden, wer Nummer 1 ist. Du bist wirklich ein Teufelskerl. Alles in Ordnung, Wally? Was ist los, es wirklich Wally? Vorbei? Darauf kannst du deinen Arsch wetten. Gott, war das cringe. Aufzug, Musik im Zug, nachdem wir einen Atomkrieg verhindert haben. Oh, die zwei haben sich gerade angeguckt. Nämlich immer noch entlarven. Das steht noch aus. Nummer 1 fehlt noch. Sheridan for President. Aber der ist doch schon Präsident. Do not private enter. Do not. Achso. Secret Service dann, ne? Okay. Da Hi. Ist er ja. Jason Fly. Unser Nationalheld. Servus. Es ist mir eine Ehre. Ja, mir auch. Hey, Fly. Oh, Jones, hi. Hey, ich stehe vor dir, musst nicht winken. Wie gefällt dir meine neue Uniform? Sexy. Nun? Wow, ich finde sie atemberaubend. Finger weg, ich habe das Land gerettet. Ich weiß. Und du? Immer noch im Schlafanzug? Natürlich. Und Humor haben sie auch. Digga, die spricht mit mir. Ich weiß. Nicht sehr gesprächig, hä? Huh?
Carrington brennt darauf, dich zu sprechen. Danach muss ich auch noch ein Wort mit dir reden. Du meinst jetzt mich, nicht ihn. Kann ich ihn umhauen? Wo ist denn das? Sheridan for President. Oh, da ist eine Bar. Ja, das sind die zwei. Der Armlose und der... Ach, da ist er ja. McCall? Hey, wo ist dein Smoking? Hallo, Fly. Endlich treffen wir uns unter glücklicheren Umständen. Begeben Sie sich bitte in den Vorderteil des Schiffes. Okay, die zwei haben jetzt einfach die Knarre gezogen. Ganz schön viel Sekt für die 10 Leute. Die hockt da eiskalt am Boden. Und das beim Präsidenten auf dem Schiff. Da drüben, sehen Sie? Wolltest du nicht ins Marketing? Molly, das sollte er sehen. Hey, Fly, warum holen Sie ihn nicht? Ja, ja. Der war ja vorne am Eingang. Da ist er. Halt, da. Wally. Wally? Ich bitte dich, Wally. Gib mir meinen Sohn zurück. Wir hatten eine Vereinbarung, Kim. Ah! Oh. Kim? Du hattest die Gelegenheit, 13 loszuwerden. Warum hast du sie nicht genutzt? Wo ist denn der? Hier hin? Hä? Hier, Mongoose. Ich wiederhole. Hier, Mongoose. Nummer 1. Hören Sie mich? Oh, Walter ist Nummer 1. Hier, Nummer 1. Höre laut und deutlich. Siehst du ihn? Wer ist Nummer 1? Schnell! Erwischt. Ist das Feuerwerk nicht nach Ihrem Geschmack, Mr. Fly? Nein. Hey, ich habe Walter Sheridan gefunden. Fortsetzung folgt. Oh, okay. Okay. Ich dachte, da kommt noch was. Aber gut, dann... Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei einem anderen Retro-Game. Ciao, ciao.